Sehr verehrten Damen und Herren, der Erdkern streikt. Was bedeutet das? Verlieren wir unser Magnetfeld? Gewöhnlicherweise dreht der feste Erdkern etwas schneller als die Erde selbst. Mit dieser Superrotation ist es laut einer Studie zweier chinesischer Wissenschaftler schon seit 2009 Schluss. Da kann ich nur sagen, ja und? Wenn man die Untersuchung der beiden chinesischen Wissenschaftler anschaut, dann ist der Erdkern ein bisschen langsamer geworden. Das heißt, es gibt immer mal wieder solche Phasen, offenbar in den 70er Jahren schon und wahrscheinlich auch früher, wenn man mal in den Daten nachschaut. Er wird mal langsamer und mal schneller, mal langsamer und mal schneller. So ist das eben in so einer Maschine, wo verschiedene Anteile miteinander in Wechselwirkung treten. Aber Sorgen machen müssen wir uns keine, dass das Magnetfeld der Erde zusammenbricht. Erkalten wird der Erdkern nicht. Also es gibt ja immer neue Nachrichten, dass angeblich der Erdkern seine Rotation eingestellt hat. Dazu kann ich eigentlich nichts anderes sagen, als es vorzulesen, so wie ein Nachrichtensprecher.